Hallöchen, meine Lieben. Ja, es ist wieder Zeit für ein Action-Haul. Ja, es ist 12 Tage her, mein letztes Video. Ich hatte in der Tat eine Pause. Keine Action-Pause, aber irgendwie eine Videopause. Ich weiß nicht, ich hatte keine Lust. Keine Lust auf Videodrehen. Die Sachen liegen jetzt auch seit 12 Tagen hier. Ja. Das Wetter war schön, dann irgendwann, dann habe ich es vorgezogen, mit meiner Tochter lieber rauszugehen an die frische Luft. War ja lang genug so eklig und kalt. Ja, und dann war dann keine Zeit für ein Video. Und wenn ich die Zeit gehabt hätte für ein Video, dann hatte ich keine Lust. Somit mache ich es jetzt. Am Freitag, den 13. Ja, für mich war ja Freitag, der 13. immer ein Pechtag. Passt jetzt hier überhaupt nicht her, weil es ist ein Action-Haul. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja mal erzählen. Aber meine Tochter ist in der Tat an einem Freitag, den 13. geboren. Und seitdem ist das ein Glückstag. So, bevor wir uns jetzt hier zuquatschen oder voll oder was auch immer quatschen, fangen wir mal an. So, und zwar damit, Magnetik-Fotopapier gab es wieder. Ich hatte es lange Zeit gar nicht gesehen. Da gab es immer nur dieses Canvas-Zeug. Irgendwie kann man das bedrucken und auf eine Leinwand beziehungsweise auf Holz spannen, dann ist das wie eine Leinwand. Keine Ahnung, habe ich noch nie getestet. Ich habe jetzt das nochmal mitgenommen, weil ich damit was vorhabe und diesmal werde ich damit keine Stanzen in Verpackungen verpacken, sondern da was mit plotten. Dann habe ich. Heute ist hier alles in Tüten, deswegen dauert es eine Weile. Schnellhefter gekauft. Wer mein letztes Craft-Update gesehen hat, der hat gesehen, dass ich so tolle Lampen gemacht habe. Und zwar genau diese hier. Ich bin eben mal aufgestanden, habe die geholt. Und man sieht es wieder nicht richtig. Diese. Und die habe ich mit Schnellheftern gemacht, sprich mit der Rückseite von Schnellheftern. Habe ich gesagt, Magnetpapier hat 99 Cent gekostet. Habe ich jetzt völlig verpeilt. Ja, also musste ich Schnellhefter kaufen. Die gibt es in super tollen Farben. Ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt hier? So ein tolles Mintgrün, Pink, Lila, Türkis. Ja. Diese Farbe zweimal wegen dem Mint und dem Lila hat mir tierisch gefallen. Und einmal weiß, kosten 84 Cent. 10 Stück habe ich noch nirgendwo günstiger gesehen. Und die sind auch recht fest auf der Hinterseite. Also von daher lassen die sich, glaube ich, ganz gut dafür zweckentfremden. Machen wir damit weiter. Meine Tochter hat ja im August Geburtstag. Und ja, fange jetzt schon langsam an, hier mal so ein bisschen Krims zu kaufen, bevor es am Ende wieder zu spät ist und man das, was man braucht, nicht kriegt. Ein Folienballon, der kam 61 Cent. Ich muss nebenbei auch mal immer auf die Dings gucken. Dann habe ich mal andere, ich wollte gerade sagen Hitzepflaster, Wärmepflaster gekauft. Die kamen, glaube ich, ja, 97 Cent. Ich bin der Meinung, die sind teurer geworden. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich hatte sonst immer für die anderen, die ich sonst immer gekauft habe, 89 Cent bezahlt. Die kamen jetzt 94 Cent. Ich glaube, die haben um 5 Cent die Preise erhöht. Dann wie immer Hundekackertüten für 99 Cent. Die müssen immer mit. Davon hatten wir zwei, aber eine haben wir schon. Wie gesagt, wenn die Sachen hier 12 Tage liegen, dann braucht man irgendwas und dementsprechend ist es dann auch schon geöffnet. Oder fehlt halt. So, dann, ich muss hier kurz sortieren, ist gerade runtergefallen. Musste ein Dreierpack Socken mit, sieht man jetzt nicht so gut. Hoch, hier hängen ein bisschen. So. Kam 1,99 Euro, muss ja auch immer mal sein. Da fehlt jetzt schon ein paar. Dann wie immer für 69 Cent Feuchttücher. Nee, Quatsch. Feuchtes Toilettenpapier. Und weiter geht es. Ich suche. Damit, die kosten auch 69 Cent. Bianca schwärmt davon immer so. Und ich habe gedacht, Mensch, ich probiere die mal. Die sind auch ohne Alkohol. Sprich, ich kann damit meine Schneidematten vom Plotter auch sauber machen. Das passt ganz gut. So.
Hier ist übrigens die Packung von den Socken, habe ich gerade gefunden. Dann habe ich. Bianca, guck mal, das ist der letztens, wolltest du mit der Ding schon andrehen, aber wie gesagt, so Scheiß brauche ich nicht. Und kaum ist man alleine Menschen, kauft man sich doch diesen Scheiß. Kam jetzt 99 Cent, ist ein Staubwedel, kann man auch. Also für mich ist das cool, ich kann die Spinnenweben da oben wegmachen. Da sind ja immer mal ein paar Spinnwebelchen. Und die kann man dann wegmachen. Das Ding ist auch in alle Himmelsrichtungen bewegbar. Keine Ahnung, ist ganz cool. Oder ist schon kaputt? Egal, so, 99 Cent. Ich bin heute ein bisschen albern. Aber das ist nicht schlimm. Dann durfte dann einmal Gummibärchen mit für 95 Cent. Die liebe ich auch total. Die halten dann auch meistens nicht lange. Gummibärchen gibt es nicht. Ja, wo auch immer die waren. Ach doch, hier. 95 Cent, genau. Einmal die. Dann habe ich eine Lampe, einen Teddybär gekauft. Nochmal. Für 2,49 Euro. Beziehungsweise habe ich die umgetauscht. Ich habe in einem der letzten Hauls diese Lampe schon mal gezeigt. Und die hatte so einen mega, so eine mega Beule da oben. Sprich, einen platten Kopf. Und das ging nicht raus. Ich habe alles Mögliche versucht, habe es nicht wegbekommen. Habe dann den zurückgebracht und habe einen neuen mitgenommen. 2,49 Euro. Dann machen wir damit weiter. Für 1,77 Euro eine Hundeleine. 5 Meter lang. Ja, finde ich ganz cool. Dann kann die Lotte auch mal draußen ein bisschen laufen, ein bisschen weiter weglaufen. Wenn man an der Bank sitzt oder so und man macht den Hund da dran mit einer 2 Meter Leine, dann kann die sich ja überhaupt nicht bewegen. Von daher ist das ganz cool. Dann gab es am 1. April, nee, war das der 1. April? Das war der 3. April. Ich war vor 10 Tagen im Action. Vor 10 Tagen im Action und seit 12 Tagen, vor 12 Tagen mein letztes Video hochgeladen. So, ist ja auch Wurst. Am 3. April war ich im Action und da gab es so Ostersachen kostenlos dazu an der Kasse. Fand ich ganz cool, weil eigentlich werden die ja reduziert in allen anderen Geschäften. Bei Action scheinbar nicht. Da werden sie verschenkt. Ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr auch so war. Ich kann mich nicht erinnern. So, dann machen wir damit weiter. Ein wunderschöner, süßer Bilderrahmen. Für, ich glaube, 81 oder 84 Cent. 83 Cent. Wenn man vor lauter Bilderrahmen nicht mehr weiß, oder vor lauter Kassen, Mensch, vor lauter Kassenzettel nicht mehr weiß, was man gekauft hat. Dann machen wir damit weiter. Ja, die Bianca, meine beste Freundin vom Kanal Wildrose 1975, die zeigt Oma-Schlüpper in Hautfarben und Intimtücher, Intimpflegetücher in ihren Holz und ich halt Schuhdeo. Ja, für mehr Realität auf YouTube. Ja, dann am Ende des Tages gehen wir alle auf Toilette. Sagen wir mal so. Ja, ich wollte das mal ausprobieren. Weil wenn man den ganzen Tag in seinem Schuhen rumrennt, irgendwie, dann, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das, dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, nicht so lecker und nicht so schön. Und deswegen einfach mal ein bisschen Frische in die Schuhe zu kriegen. Ich suche gerade. €2,28 ist die Woche auch gerade in der Werbung. Ja, ich weiß gar nicht, wann war ich denn da? Ich war in der Zeit öfter im Action, ich weiß gar nicht. Mittwoch, genau, Mittwoch. Und dann machen wir weiter. Und das sind auch schon die letzten Sachen. Es ging ja heute immer verhältnismäßig schnell. Damit. Ein Aquarellblock für 1,79 Euro. 1,74 Euro. 20 Blätter, 300 Gramm Papier.
Ich nutze ja 300 Gramm Papier wirklich sehr, sehr gern. Aber zum Plotten, zum Basteln. Oh, das ist ja schön. Sieht man das? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube, man sieht es nicht. Mega tolles Muster. Also, wie nennt man das? Struktur. Ganz anders als bei dem von Rossmann. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick wirklich, wirklich hochwertig. Also ich habe jetzt keine Ahnung, so groß, aber das wirkt schon sehr. Ja, ich muss den mal testen. Und im Zweifel, ganz ehrlich, wird der Hintergrund bestempelt in oder bedruckt und dann im Plotter gepackt, dann wird das ausgeschnitten. Dann habe ich Digi-Stamps auf 300 Gramm Papier, so wie ich es sonst auch habe. Und wenn man es aufklebt, sieht man es ja auch nicht mehr. Also von daher. Das ist, glaube ich, auch eine ganz günstige Alternative, wenn man mal 300 Gramm Papier braucht. Oh, Entschuldigung. Dann das. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wassertankpinsel. Ich will die mal testen. Ich habe aber gesehen, die sind recht dick da oben. Ich weiß nicht, ob die so toll sind. Ich habe jetzt noch welche hier von Ideen mit Herz. Die hatte ich auf der Ideen mit Herz Messe gekauft. Ja, ich muss mal sehen. Ansonsten kriegt die meine Tochter. Die legt da nicht so viel Wert drauf, ob das da hart oder qualitativ nicht so Bombe ist oder nicht. Also die freut sich dann auch. Von daher habe ich immer einen Abnehmer, wenn ich mal mit Sachen nicht zufrieden bin. So ist es nicht. Ja, 94 Cent. Und zu guter Letzt ein Aquarellmalset. Da sind 12 Farben drin. Für 99 Cent. Ich muss das mal ausprobieren. Ja. So, und das war's auch schon, würde ich sagen, glaube ich. Ich guck mal. Ja, tatsächlich. Wir sind durch. Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Und zwar habe ich gestern ein bisschen aussortiert. Und da ist tatsächlich eine ganze Kiste zusammengekommen. Also ich denke, ich werde, je nachdem, wie ich schaffe, dann jetzt endlich, endlich, endlich mal ein paar Verlosungen machen. Mit den Sachen, die da in der Kiste liegen. Also wie gesagt, ist einiges drin. Ist mega schwer, riesengroß. Ich habe einfach damals, als Action für mich neu war, habe ich auch Holz geguckt. Das mache ich heute auch noch, aber eben nicht mehr so viel wie früher oder damals. Und da musste man ja jeden Mist kaufen, den andere in den Videos gezeigt haben. Alles, was neu war, musste ich damals kaufen. Ich musste, ich konnte gar nichts, gar nicht anders. Ich musste einfach, das war so ein Zwang, das war irgendeine Krankheit, glaube ich. Die Action-Kaufkrankheit, ich weiß es nicht. Ich habe immer so viel gekauft und die Sachen sind teilweise noch original verpackt, weil sie dann irgendwann im Schrank gelandet sind. Und dann wurde Neues gekauft, dann lag das auch im Schrank und dann lag das andere ganz weit unten und man hat es überhaupt nicht mehr gesehen, weil es einfach zu viel war. Ich denke, der eine oder andere kennt das, diese Massen von Bastelsachen, die man bei Action kauft. Die man am Ende aber so eigentlich wirklich, wenn man mal ehrlich ist, überhaupt nicht verbasteln kann. Man kann es nicht verbasteln. Dann müsste man wirklich 24 Stunden da sitzen und sich mit seinem Bastelkram beschäftigen. Und das kann ich nicht, das mache ich nicht und das will ich nicht. Dafür habe ich die Zeit gar nicht. Und bevor es hier vergammelt und verrottet, habe ich gedacht, nein, ich verkaufe es nicht. Im Gegenteil, ich verlose es, also ich verschenke es. Diesbezüglich werden da jetzt demnächst mal bestimmt ein paar Videos kommen. Ich muss sehen, wie ich Zeit habe. Wie gesagt, jetzt wird das Wetter schöner. Ich kriege jetzt am Wochenende Besuch. Weiß ich nicht, da kann ich definitiv kein Video machen. Ich muss mal sehen, wie es nächste Woche von der Zeit her ist. Und dann mal schauen. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen, wie und was und wo und ach, keine Ahnung. So, das war jetzt erstmal mein Haul der letzten Tage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, lasst mir gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben oder kommentiert da unten im Kommentar. Ansonsten besucht mich oder abonniert mich gerne bei Instagram. Der Link zu meinem Kanal ist immer in der Infobox verlinkt oder eben jetzt gerade hier unten irgendwo. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag mit hoffentlich noch ein bisschen mehr Sonne als jetzt. Es hat nämlich eben geregnet. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.